Seit dem Angriff der terroristischen Hamas auf Israel hat die Polizei hierzulande bereits zahlreiche Straftaten registriert und die Tendenz, sie ist weiter steigend. In Chemnitz störten Antisemiten eine friedliche Israel-Kundgebung. Und auch hier in Berlin, in Neukölln, versammelten sich zahlreiche Pro-Palästinenser-Demonstranten. Und das trotz des zuvor verhängten und auch bestätigten Demo-Verbots. Die Polizei musste einschreiten, unter stundenlang. Fanny Michaelis berichtet. Ausnahmezustand auf der Sonnenallee. Eintritt ergibt den nächsten. Es kommt zu einer heftigen Prügelei zwischen der Polizei und einem Demonstranten. Dennoch leistet dieser weiter Widerstand. Zahlreiche Unterstützer Palästinas und der Hamas versammeln sich am Abend hier in Neukölln, skandieren israelfeindliche Sprüche. Es gibt Festnahmen, denn eigentlich war diese Demo im Eilverfahren verboten worden, aus Sorge vor antisemitischer Gewaltverherrlichung oder Ausschreitungen. Schon am frühen Abend gab es rund um den Hermannplatz heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehr als 200 Menschen wollten auch hier unter dem Titel Demo und Solidarität mit Palästina durch Kreuzberg ziehen. Trotz des Verbots hetzten zahlreiche arabischstämmige Menschen dennoch gegen Israel. Es kam auch hier zu Festnahmen. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wird weiter gefeiert, auch von Pro-Palästinensern hier in Chemnitz. Während auf dem Neumarkt Chemnitzer zu einer Solidaritätskundgebung zusammengekommen waren, formierten sich um die Teilnehmer herum Männer mit Palästinenserflaggen. Die Israel-Hasser skandierten nicht nur antisemitische Parolen, sondern rannten auf ihrer Flucht vor der Polizei einen 55-Jährigen um. Noch am Boden liegend traten drei Syrer auf den Mann ein. Die Anti-Israel-Demos werden laut Experten weiter zunehmen. Für diesen Freitag rief sogar die Hamas-Muslime in der ganzen Welt zur Aktion und Unterstützung auf.